Hey Leute, hier bin ich euch jetzt mal nochmal die Tonko, aber dieses Mal mit Hunter Munitions mitgebracht. Alles in allem, die Tonko ist glaube ich der einzige Explosiv-Launcher, in dem man Hunter Munitions benutzen kann. Es macht sich bemerkbar, aber es ist jetzt nicht ein oh wow, oh Gott, geil, sondern es ist eher ein okay, nicht schlecht. Und alles in allem könnte die Tonko jetzt zumindest bei Gegnern mit Rüstung so gut sein wie die Zar. Einfach weil wir machen Schnittprocs und diese Schnittprocs ignorieren halt die Rüstung der Gegner. Aber die Schnittprocs sind etwas selten und ticken nicht wirklich hoch und skalieren auch anscheinend nicht mit Banshee so nah, was irgendwie ziemlich enttäuschend ist. Hier haben wir jetzt einen Schnittproc und was sehen wir? Nicht viel. Aber immerhin, es funktioniert. Vorher haben wir deutlich mehr Schüsse gebraucht bei so einem Heavy Gunner. Bei dem hier ist das Ergebnis etwas besser. Etwas viel besser. Aber im Heavy Gunner, naja. Also, ich werde es euch jetzt noch ein bisschen bei den anderen Gegnern zeigen, damit ihr seht, wie schön das da bei den anderen funktioniert. Aber worauf ich hinaus wollte, man kann die Tonko jetzt sinnvoll gegen Gegner mit Rüstung spielen, auf jeden Fall. Aber gegen Gegner ohne Rüstung ist das so eine Sache. Da würde ich immer noch auf die anderen Launcher tendieren, zu denen tendieren. Ah, hier sieht man es gerade schön. Der eine Schnittprock hat dann schon ordentlich geregelt. Genauso hier auch. Nur bei den richtig starken Gegnern, da reichen die Schnittprocks einfach noch nicht so wirklich aus. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant jetzt bei der Tonko. Dass man das machen kann, aber ich weiß nicht. Also irgendwie, so ganz überzeugt hat es mich nicht, einfach weil es zu wenige und zu schwache Schnittprocks sind. Da haben wir andere Waffen, die deutlich weniger Base Damage haben und viel, viel, viel besser agieren. Alles in allem für mich eher okay, aber auf jeden Fall ein Bild, den ihr mal gesehen haben solltet. Also ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.